Challenge Nummer 3 steht an. Memory. Wir gucken, wie es um die Konzentrations- und Merkfähigkeit der beiden Jungs hier bestellt ist. Ich würde sagen, der Verlierer, auch wenn das nicht gerne hört, aus dem letzten Spiel fängt an. Tim, wir spielen das so lange durch, bis das ganze Spiel aufgebraucht ist und gucken, wer nachher mehr zusammenhängende Pärchen hat. Auf geht's! Hä? Ich bin noch mal dran. Wieso das denn jetzt? Wenn du ein Paar hast, bist du noch mal dran. Es ist ganz ruhig hier am Tisch, wie konzentriert die beiden Jungs das spielen und wie ernst sie diese Sache nehmen. All in. Stefan, diese Runde ging ganz klar an den Starkoch hier aus Bremen. Es steht 2-1 und für uns war doch mal erstaunlich zu sehen, wie ruhig diese zwei Kerle, diese zwei vorlauten Kerle auch mal sein können. Das war's, ganz klar, Spielstand 2-1.